Die Grafik von Clemens Franz erkennt man immer. Riverboat von Michael Kiesling aus dem Hause Lookout Games. Mein Name ist Nils Zürrels, Brettspiel durchgespielt und wir haben es komplett durchgespielt, das Riverboat. Gestern habe ich es, dann bin ich sofort ins Bett gefallen, habe ich das zu Ende gespielt. Heute oder gestern war hier ein klarer Sieg zu sehen, also heute bei diesem Spiel sozusagen war ein klarer Sieger hier zu sehen. Das ist nicht immer so, normalerweise habe ich oft Spiele, die ungefähr so enden. Jetzt sage ich mal, ob das nur mit der 100er oder 150er Seite ist, liegt ein bisschen am Spiel, an den Wertungen, an den Spielern, aber die sehr eng beieinander sind. So einen Ausreißer habe ich sehr selten. Und habe ich dieses Spiel ehrlich gesagt sogar schon mal gedreht. Das ist nicht der zweite Dreh für das Spiel. Das erste, nachdem ich es gedreht habe, ist komplett in die Mülltonne geworfen. Warum? Ja, weil ich eigentlich, da hatte ich noch nicht genug Erfahrung. Ich habe das Spiel jetzt noch 3-4 weitere Male gespielt in der Zwischenzeit. Da hatte ich beim ersten Mal nur 3 Partien auf dem Buckel. Jetzt habe ich 7 oder 8 auf dem Buckel. Und die ersten Male hatte ich das oft zu zweit gespielt. Also 2-3 Mal hatte ich es zu zweit gespielt. Und zu zweit ist das Ganze etwas zäh. Warum? Naja, also es gibt hier um diese Schiffe nie einen Kampf. Auch heute haben wir wenig Kampf darum gesehen. Um diese gibt es noch weniger Kampf. Und auch hier, das ist das Einzige, wo man sich auch im Zweispieler drum schlägt. Im Dreispielerspiel ist das so, dass oft sich zwei hier am Anfang ein Rennen liefern und der Dritte vielleicht gar nicht mitmacht. Manchmal ist es sogar, dass einer hier ist und sagt, ich pfeife völlig auf die Gelben. Dann ist das auch ganz gut. Der weiß, er ist raus, der konzentriert sich darauf, kriegt da 20 Punkte. Das kann man auch machen. Aber im Vierspielerspiel geht das alles nicht mehr. Im Vierspielerspiel ist das immer hart umkämpft. Da gibt es auch Schiffe, die komplett schon in Runde 3 ausverkauft sind. Gerne gesehen sind zum Beispiel diese Vierer, weil die eben auch hier was abdecken. Das habe ich nämlich übrigens in meiner Wertung ja hinterhergeschoben, weil das eben so schwierig war, da noch was zu machen an der Stelle, weil ich es einfach schlichtweg vergessen hatte. Ja, und da passiert dann noch an der Stelle doch das eine oder andere, was hier spannend wird. Das muss man einfach so ganz ehrlich sagen. Da wird das Spiel mit Vieren deutlich spannender, weil einfach der Kampf um die Ressourcen, es sind ja keine richtigen Ressourcen, da oben viel schlimmer ist. Mal, es gibt auch nicht einen, der hier nur Steckrüben hat, der andere, der nur Mais hat und der Dritte, der nur Kartoffeln hat. Nein, weil man ja immer 2 oder 3 Ressourcen hat, wird der Kampf auch darum viel besser. Und deswegen ist Riverboat eine absolute Empfehlung für 4 Spieler, für 3 bedingt, für 2 würde ich es ehrlich gesagt nicht auf den Tisch bringen, da würde ich andere machen. Und das ist eben der Grund, warum ich es neu aufgenommen habe. Weil beim ersten Mal hatte ich eigentlich nur Erfahrung von 2 Spielerspielern und 1 Dreispielerspiel und war relativ, ja, ernüchtert. Jetzt mit 4 Spielern macht Riverboat aber immer mehr Spaß. Aber ganz klar, meiner Meinung nach muss man 4 Spieler haben. Ansonsten ist Riverboat nur guter Durchschnitt. Mit 4 wird es und hebt es sich dann dabei raus. Was für mich herausragend ist, ist wirklich dieser Ablauf. Jeder spielt immer gleich, das ist schön. Den Bonus, dass man es kriegt, der ist auch nicht gemein. Im Vierspielerspiel ist es auch so, dass jeder einmal Startspieler ist. Das heißt, jeder hat mal die Variante auszusuchen. Und dann ist das ganz toll. Es gibt Tiebreaker-Regeln für alles, falls man da Tiebreaker hat. Es gibt eigentlich für alles was. Und somit ist Riverboat ein sehr gehobenes Familienspiel, wenn man es denn so bezeichnen will. Oder ein Kennerspiel, was mit 4 wirklich zur Pracht aufläuft. Und eben mit 3 und 2, da würde ich persönlich auf was anderes zurückgreifen. Das war, wie ich Riverboat gesehen habe, aus dem Hause Lookout Games. Mein Name ist Nils, Zürrels Brettspiele durchgespielt und wir sehen uns bald wieder zur nächsten Episode.